Hallo und herzlich willkommen bei einem neuen Spiel, eine Spielevorstellung von Castle Clicker. Hier natürlich wird angegeben, ich soll jetzt etwas erstellen. Leider ist es nur auf Englisch, aber ich versuche mein Bestes. Und zwar beginnen wir mit dem Lambern. Jetzt heißt es hier natürlich fleißig klicken ohne Ende und ohne Ende hier. So, und wir können es natürlich auch festhalten, aber wir können auch... Schneller steigt es, wenn man es klickt. Angeblich zumindest. So, jetzt können wir Lumberjacking natürlich noch verbessern und so weiter. Da. Und das nächste hier. Wir haben jetzt eine Farm freigeschaltet und die bauen wir jetzt. So, dann können wir jetzt hier natürlich das Holz, das wir hatten, rein verwenden. Da sieht man, wie viel Holz wir verlieren, so viel, wie da reingepackt wird. Und da oben seht ihr auch einen Levelbalken. Ich klicke jetzt nicht, sondern halte es einfach fest, weil sonst gehört ihr zu sehr das Klicken. So, jetzt natürlich ist das nächste, was wir brauchen, und zwar die nächste Ressource, beziehungsweise das nächste, was wir jetzt hier haben. So, nächstes ist jetzt Schaf. Ach, das sieht ja lustig aus. Ah, guck mal, das wird Lucky. Oh, ist das geil. Zack, da haben wir es auch schon. Und uns wird direkt erklärt, dass wir jetzt das nächste hier haben. Stofffabrik, beziehungsweise Stoffhaus. Dann brauchen wir jetzt das nächste für unsere Dörfchen. Da haben wir es auch schon fertig, das ist ja der Wahnsinn. Da können wir jetzt sozusagen unser Stoff und so weiter verarbeiten mit Kohle und hast du nicht gesehen, was wir alles haben. Verarbeiten wir einfach alles, was wir an Stoff mal haben. Und somit können wir ein Knarr, also ein Schiff, Handelsschiff ist das wahrscheinlich, bauen. Und das auf trockenem Grund natürlich. Wird wahrscheinlich auch nie in See stechen, das bleibt da als Dekoration mitten im Dorf stehen. Sieht doch wunderschön aus, oder? Na komm schon. Na komm schon. Da haben wir auch schon das nächste. Und es kommt doch ins Wasser. Moment. So, ich liebe es, wenn man 100 Mal einfach überall... klicken soll. So, wir können tatsächlich unsere Waren damit loswerden bzw. holen. So, das nächste. Steinmine. Oh, wir haben was gefunden sogar. Wow. Die Steinmine geht langsam leer, so wie es aussieht. Sieht zumindest danach aus. So, gucken wir mal. Wir haben einen solchen Stein bekommen. Ein Power Stone. Dreimal klicken, entweder. Oho! Das heißt dreimal so viel. Das heißt, der geht sehr schnell leer hier. Und das geht dann tatsächlich nur 30 Sekunden. Wie sieht man hier unten rechts, in der unteren Hälfte, sieht man, wie der rote Stein langsam runterzählt. 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8. Das ist echt übel. So. Die Mine ist leer. Nicht gut. So, gucken wir mal nach Upgrades. Okay. Okay. Level 2, okay. Können wir auch drauf. Zack, haben wir auch fertig. Sehr schön. So, wir können jetzt hier leider gerade nichts machen. Wir können aber mal gucken hier. Ah, wir haben jetzt hier unsere Karren hier und allen drum und dran. Dann haben wir natürlich hier noch eine Kiste, wo Sachen drin sein können. Hier ist aber auch noch nicht
Also Artefakte zum Beispiel oder sowas. Aber wir können hier noch nicht alles. Also wir sind noch sehr eingeschränkt. Okay, Distanz. Oh, sieht doch toll aus, oder? 1:9. Okay. Gut, dann gucken wir aber erstmal wieder, dass wir hier Basics. Es haben sich Sachen freigeschaltet. Oh, ist das für cool. Ein Keep, es hat sich freigeschaltet. Bauen. Oh, wir haben gar nicht genug Holz, sehe ich. Wir müssen gleich mal erstmal Holz holen, so wie es aussieht. Sind das so rote Speere oder was soll das sein? Irgendwie, das sieht irgendwie wie Feuer oder sowas aus. So, jetzt haben wir keine Materialien mehr. Gucken wir erstmal. Lambern, wir müssen erstmal jetzt Holz holen. So viel Holz wie nur geht. Maximum sollen 300 sein, okay. Wir holen direkt mal 300, oder? Das war es doch viel besser, wenn man nicht immer gleich alles nur genau holt, sondern komplett so viel, wie man haben kann, auch hat. So, haben wir gleich 300 hier. Zack. Ich bin jetzt Level 4. Sehr schön. Dann holen wir uns noch ein bisschen Wolle. Da haben wir nämlich auch nichts von. Die hat sich auch fast schon zur Hälfte regeneriert. So. Wie sieht es denn hier mit Stoff aus? Holen wir auch mal direkt was. Also mal schön verarbeiten. So, Stone haben wir erstmal leer gemacht gehabt. Da haben wir was noch in Fragezeichen, ist auch nicht schlecht. Aber jetzt erstmal Level 3 annehmen. Und Level 4. Da kriegen wir auch ein bisschen was. Kriegt man prozentual mehr, schnelleres Schiff, mehr Bauen. 33% schnelleres Bauen wohl per Klick. Everest Miner per Klick. 50%. Oh. Das lohnt sich aber wirklich. Sehr schön. So, dann könnten wir ja mal gucken, dass wir das weiter ausbauen. Das müsste ja jetzt genug sein. Oh nee. Guckt euch an, ich brauche noch viel mehr Holz. Da brauche ich 400. 400. Ach du Schande. Aber fast, guckt. Es füllt sich jetzt nur noch oben die Spitzen. Oh, das sieht gut aus. Schön die Spitzen nur noch da oben noch ein kleines Stück. So, müssen wir wieder lambern. Wieder 300 voll machen. Dann können wir gleich schon das fertig machen. Und dann haben wir das nächste auch schon. Ein sehr, sehr schönes Spiel, muss ich sagen. Ein entspanntes Spiel. Kostenlos auf Steam erhältlich. Kann man einfach suchen. Kerstel, Klicker. Ich finde generell diese Klickerspiele sehr entspannt, weil die zeigen auch nach und nach schön diese Erfolge. Was man tatsächlich geschafft hat, sieht man auch. Und das dauert nicht Stunden, sondern man kann wirklich sagen, ja, da haben wir jetzt sowas gemacht. Jetzt haben wir nur noch 90 Holz, was hier fehlt. Die tun wir auch direkt mal rein. Und da sind wir auch schon Stufe 5. Also ich bin auch zügig dabei, weil ich kenne schon ein bisschen die Klickerspiele und so. Es ist nicht so, kennt man eins, kennt man andere, aber man hat dann so ein bisschen mehr Ahnung und so weiter. Und jetzt haben wir wieder die nächsten Sachen, die wir bekommen können. Wir können jetzt sozusagen noch hier ausbauen und sowas alles. Wir können hier Basiskeep und bauen. Also wir können hier echt lambern und in und sowas alles. Ich nehme aber mal das nächste hier, 200 Holz. Ja, haben wir. Gut. Können wir uns das direkt mal holen. Das war nämlich ein Holzfäller, beziehungsweise einer, der hier auch wirklich Bretter und alles macht. Wunderbar. Sehr cool. Das haben wir. Das haben wir. Immer schön annehmen. So, das nächste, was kriegen wir hier? Wow, wieder jede Menge Münzen. Das ist cool. Das ist echt geil.
Das läuft doch. So, das nächste, was können wir da als nächstes? Also ich mag es immer gerne so nach und nach alles holen. Hier allerdings, es wird alles multipliziert mal 20. Base. Oder nehmen wir das? Weil Coins for you. Das generiert Kohle eben halt für uns und das ist. Oh, das ist jetzt eine gute Frage. Ach, wir machen einfach rein runter. Hier, da brauchen wir 200 Worte, so wie es aussieht. Da habe ich nur 20 Holz. Da verpulvern wir. Können wir gar nicht. Toll. So, da können wir jetzt Maximum 800. Das heißt ja, wir haben ja 500 erweitern können von 300, die wir ja vorher. Und jetzt können wir 800 halt. Und das dauert jetzt einen kleinen Moment, bis wir das haben. Das ist ja gar kein Problem. Das geht aber auch schnell. Guckt, haben wir schon über 150. Das finde ich doch cool. Das Schöne ist, man muss tatsächlich nicht wie verrückt klicken am Computer. Auf dem Handy muss man ja tatsächlich immer klicken, klicken, klicken. Da habe ich noch nicht gesehen, dass ich das einfach festhalten kann, weil dann reagiert das Touchpad ja meistens gar nicht mehr. Also ich denke, jo, alles klar. Und hier ist zum Beispiel, während ich hier festhalte die ganze Zeit, kann ich, ja, meinen Finger schonen, weil es tut, das ist ganz viele Klicken, das hat ja sonst immer wehgetan. Weil ich habe zum Beispiel ein Klickerspiel wirklich hart gesuchtet, kann man sagen. Also das war wirklich schlimm. Ich habe jeden Tag wirklich Stunden damit verbracht, die ganze Zeit zu klicken. Und irgendwann habe ich das dann auch wirklich im Finger gespürt. Und der Hit ist das einfach nicht. Und hier kann man festhalten, das ist wunderschön. Wunderschön, schön entspannt im Gegensatz zu den tatsächlichen Klickerspielen, wo du ja die ganze Zeit nur klicken musst. Level 6. Sehr cool. Und schon haben wir auch die 800. Wunderbar. Nehmen wir das direkt erstmal an. Vorrangig. Ja, hat's geschafft zu verkaufen. Ja? Das ist sehr cool. Sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Dann können wir direkt theoretisch. Können wir das hier mal machen? Okay, aber jetzt nochmal. Wir, glaube ich, brauchten noch Schafe, ne? So, Schaf, ein bisschen schon so mehr Schaf. Ich glaube, aber da brauchten wir 200, glaube ich, von. So, und dann können wir auch nur full in 9 Minuten. Das Innen kostet 200 und 600. Okay. Das Dragon Forge kostet. Ach du Schande. Ja. Okay, das ist gut für Schiffe. Schreinerschule. Okay, Level 7. Okay. Oh, das ist auch hoch. Okay, okay, okay. Ja, dann erstmal das Inn. Damit es uns ein bisschen Kohle produziert. Dann gucken wir mal, wie weit wir hier jetzt das ausbauen können. Gar nicht. Was? Hier wird es auch nicht. Halt was? Ah. Ups. Komm her, ich brauch dich noch. Zack. Frag mich, was das hier ist. Okay, gib mir mal. Den tut's ja echt cool, oder? Da unten ist ein kleines Schiff, was jeder sich da hinschleift, sozusagen. Sieht echt cool aus. Stone. Oh.
habe keine Mine, hier Schiff ist. Okay. Oh, schade, dass ich keine Mine habe. Das ist echt doof. Da wäre dann das nächste Schiff. Das wäre auch schon echt nicht schlecht. Ja, ein bisschen teuer, ne? Wir müssen ja eigentlich theoretisch das Schiff jetzt abwarten, oder wir holen uns erstmal weitere Ressourcen. Wolle zum Beispiel, das ist jetzt wirklich, dass das ein bisschen dauert. So. Der holt. ...1300 kann ich hier holen? Was? Oh, ist das süß. Das kreist jetzt und der holt das mir jetzt. Oh, ist ja cool. Ich kann maximal 3 haben. Das darf ich jetzt zur Zeit nicht wegholen, da das ist. Okay. Ich bin jetzt echt am überlegen, wie wir das jetzt so knifflig machen, dass wir jetzt hier schnell weiterkommen. Das sieht so, so lustig aus, dass der das mir jetzt baut. Also wenn es schneller gehen soll, 2, dann geht es doppelt so schnell, aber wir haben ja noch nicht so viel von der Wolle, die fehlt uns, leider. Deswegen gucke ich jetzt nochmal, dass ich jetzt nochmal zur Wolle gehen kann. 6 Stück. Bleibt der hier oder geht er wieder? Es ist nichts zu tun hier. Ah, ja. Ist schon klar. Aber auch irgendwie ärgerlich. Okay. Sieht man langsam, wie es hier auch fertig wird. Gehen wir ja nochmal hin. Gucken wir uns das nochmal an. Oh, wie ihr das hochbaut. Das sieht doch cool aus. Also es ist wirklich ein sehr einfach gestricktes Klickerspiel. Es ist mit erstmal die Gebäude bauen. Das ist die erste Herausforderung. Und die dauert auf jeden Fall ein bisschen. Dann kann man durch die Gebäude, die man hier nach und nach und die speziellen Gebäude auch freischaltet. Kann ich euch leider nicht zeigen. Wenn man die alle hat, ja, dann hat man auf jeden Fall einen guten Standbein erstmal, um hier die ganzen Ressourcen zu bekommen und so weiter. Und dann die Spezial auszubauen und die letzten Schiffe. Und die Schiffe natürlich auch losschicken und Artefakte und sowas alles finden. Leider ist bei mir alles ja echt noch abgeschalten. Jetzt aber noch zum Spiel hier. Und zwar schicken wir das auch mal. Zack. Haben wir jetzt hier noch eine Übersicht mit den Leuten, die wir hier so haben. Und können dann theoretisch denen jetzt sagen, hier, mach das jetzt. Und Go ist hinten halt hingehen. Der hier zum Beispiel arbeitet auch die ganze Zeit dran. Und sitzen ist jetzt auch noch mit dem da zusammen. Weil der hier hat ja eben nichts zu tun. Und dann läuft das hier echt gut. Hier ist schon die Hälfte fast geschafft von der Entfernung. Sehr, sehr cool. Können wir mal zugucken. Ja. Geh nochmal zweimal nochmal so hoch, die Sachen. Das Boot war schon unterwegs, als ich da gesagt habe, hier, du musst da jetzt auch drauf, aber ist okay, ja. Also ein bisschen. Ach, naja. Aber schon sehr cool das Spiel. Also mir gefällt es wirklich wahnsinnig gut. Wir suchen eine neue Mine halt, also beziehungsweise sind unterwegs, um etwas zu suchen, zu entdecken, zu finden, wie auch immer. Und ich drücke ganz doll die Daumen, dass wir auch immer was Gutes finden. Aber es ist eben halt das erste Schiff, da darf man glaube ich nicht zu viel erwarten. So, ansonsten dieses Haussymbol hier halt nur.
andere Game Scripts, Game Links und so weiter. Hier ist das Einstellung. Musik, hier dies, das, Sound an, aus und so weiter. Und wir steigen nochmal bei der Wolle rein. Holen uns das direkt mal. Gucken mal, wie weit er das mit dem Bauen hat. Oh, das sieht schon echt gut aus. Also der Schnitt ist schon mal sehr, sehr gut. Gefällt mir. Das Boot ist auch schon gleich soweit. Ist schon gleich da. Daumen drücken, Leute. Daumen drücken. Oh, noch was Gutes. Okay, ich habe schon mal Level 7 erreicht. Your Schiff hat eine neue Mine gefunden. Okay, sehr schön. Okay. Auch okay. Okay, wir haben eine Mine gefunden. Das ist doch super. Nochmal. Schicke ich einfach nochmal 10 Minuten los. 7 erreicht. Wunderbar. Hervorragend. So, jetzt gucken wir mal. Hier haben wir jetzt eine Mine sozusagen. Da sind 251 Steine drin. Und die kann man jetzt sozusagen abarbeiten hier. Wenn man die Leute jetzt hätte. Ich habe tatsächlich jetzt einen. Okay, gut. Dann können wir das ja so nebenbei auch laufen lassen. So, am Inn fehlt jetzt was? Die Wolle. Gucken wir jetzt mal hier oben, die Wolle. So. Ein bisschen Wolle haben wir noch. Aber allerdings muss ich jetzt sagen, wir haben jetzt schon wieder 22 Minuten geschafft aufzunehmen, beziehungsweise ich zeige euch das jetzt schon fast eine halbe Stunde. Ich möchte euch jetzt nicht völlig langweilen oder so, falls nämlich einem das Spiel nicht so sehr zusagt. Ich sage mal, es ist eine schöne Abwechslung von allen anderen Shooter-Games, allen anderen brutalen Spielen und so weiter. Es ist für zwischendurch wirklich mal, wenn man zum Beispiel, ja ich zum Beispiel, wenn ich rendere, wenn ich schneide oder irgendetwas mache, wo ich gerade nicht weiter weiß oder so und ich brauche mal kurz so eine Pause oder so, dann mache ich so eine Gelegenheitsspiele ganz gerne mal an. Oder wenn ich eben, mal Abwechslung einfach haben will von allen anderen Spielen und mal was Ruhiges haben will, sind so eine Klickerspiele und sowas immer sehr schön. Jetzt gucken wir mal, wie weit ist denn das in? Oh je, dauert ja noch ewig. Okay, das Holz ist fertig, aber so wie ihr seht, es fehlt jetzt echt an Wolle. Das ist jetzt echt schade, weil wir nämlich die Wolle, glaube ich, jetzt hier einfach weiter verarbeitet haben, anstatt das anderweitig zu benutzen. Aber das ist nicht schlimm. Das ist alles gut. So, Holz hackt ja immer noch sehr fleißig. Das ist hervorragend. Dann schicken wir einen wieder aufs Boot mit drauf. Und dann gucken wir mal selber, dass wir jetzt hier ein bisschen die Wolle holen. So zwischendurch. Okay, aber jetzt wirklich, das war's. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Spielevorstellung. Dieses Spiel ist zum Beispiel gerade mal ein Jahr alt geworden und ist bei Steam kostenlos zu finden. Castle Clicker einfach mal suchen und dann hoffen wir mal, dass wir auch in den Kommentaren was von euch lesen, wenn ihr das Spiel kennt bzw. ausprobiert habt. Haut es wirklich einfach mal in die Kommentare. Erzählt einfach eure Erfahrung und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.